zuerst Name und Affiliation nennen? Danke, Stefan Rudolph, ich leite den Bereich öffentliche Auftraggeber bei der Firma Bechtle in der Schweiz. Ich habe eine Frage an Herrn Fetz, und zwar haben Sie das Beispiel gebracht beim Intra-Brand-Wettbewerb, dass die Hersteller da nicht mitmachen. Nun gibt es ja auch die andere Situation, dass zum Beispiel die Wiederverkäufer da nicht mitmachen, weil der Hersteller vielleicht direkt auch ein Angebot einreichen wird. Was Sie dann wiederum in die Situation bringt, dass Sie nur ein Angebot haben. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Das ist eine sehr gute Frage. Sie merken, ich brauche Zeit zum Überlegen. Nein, es geht. Wir machen es so. Wir sagen dem Hersteller, wir wollen und wir sollten einen Minimalwettbewerb herstellen. Und wir wollen einen Interbrandwettbewerb machen. Und du gehst in die zweite Reihe. Bis jetzt hat er es gemacht. Was Ihre zweite Frage anbelangt, ja, die Alternative. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir schreiben aus, produktneutral. Das ist die Alternative. Er kann wählen. Sie sehen hier in diesem Beispiel sehr gut, dass das Streitverhältnis oder, zwischen Wettbewerb, wirtschaftlicher Einsatz öffentlicher Gelder oder wie weit geht, muss der Wettbewerb gehen. Oder? Also entweder voller Wettbewerb, aber dann haben wir vielleicht ein Problem aus wirtschaftlicher Sicht mit den Investitionen und gesamthaft gesehen. Oder wir machen immerhin einen Minimalwettbewerb und haben dann aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ein gutes Resultat. Was die Wiederverkäufer anbelangt, die Large Resellers, wir hatten in den wenigen Beispielen, die wir jetzt durchgeführt hatten, hatten wir immer mehrere Offerten, also 5, 6, die kommen. Und natürlich ist es dann eine Frage von Ihren Prozenten, die Sie von Ihrem Gewinn runtergehen, damit der Wettbewerb auf dieser Schiene entsteht. Aber es ist richtig, wir haben noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung damit und wir müssen noch lernen. Und jetzt, wie gesagt, kamen wir einmal vor die Situation, dass ein Hersteller gesagt hat, nein. Schwierig. Vielen Dank. Darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen? Die CA Open hat sich ja mit dieser Thematik auch eingehend beschäftigt, bis hin zu Bundesgericht. Wie ist es gewesen? Also können Sie da eine Zahl nennen? Was ist das Verhandlungsspektrum? Also wenn jetzt ein Hersteller, sagen wir, 90% des Preises definiert und dann kann nur der Wiederverkäufer 10% oder sind es 5% oder wie viele? Wissen Sie, es ist so, ich scheue immer Fragen, oder das können Sie sich nicht vorbereiten, aber seine Fragen scheue ich noch mehr. Und vor allem, was er heute gemacht hat, er hat seine Zeit eingehalten in der Einführung und wir haben extra unsere Vorträge ein bisschen gekürzt, dass wir das ausgleichen können. Also ich bin jetzt doppelt in der Bedrohung. Wir können es auch beim Kaffee besprechen. Nein, also ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Also nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich es nicht kann. Ich weiß sie schlicht einfach nicht. Ich war nicht der konkrete Einkäufer, der diese Fälle gemacht hat. Also ich kann nicht sagen, wie viel Prozent da der Spielraum wäre. Aber es hat den einen oder anderen Einkäufer hier. Und gleich meine Empfehlung, Sie werden es euch auch nicht sagen, weil da geht es schon langsam um das Geschäftsgeheimnis. Und das ist aber auch ein Thema dieser Tagung, nämlich Transparenz und Wettbewerb. Die Frage ist, wie weit dürfen wir solche Dinge hier oder in anderen Möglichkeiten publizieren, kommunizieren, ohne dass wir die Geschäftsgeheimnisse der Anbieter verletzen. Also wir müssen dann die Rolle tauschen und für die Anbieter einstehen und sagen, nein, gewisse Dinge können wir aus diesem Grund nicht kommunizieren, nicht weil wir nicht wollen. Die Transparenz ist für uns gut, aber wir gehen allenfalls das Risiko an, dass wir Geschäftsgeheimnisse verletzen. Aber da werden wir sicher noch Diskussionsstoff haben nachher. Genau, das wird ja der zweite Teil des Morgens sein. Erster Teil agile Entwicklung, zweiter Teil Transparenz. Wem darf ich das Mikrofon weitergeben? Dominik Angst, ITV Consult. Eine Frage an Marco Fetz. Mit den strategischen Partnerschaften, die man da eingeht und dann Rahmenverträge macht mit verschiedenen Partnern, 3, 4, und dann gehe ich in die Mini-Tenders.
Und die sind meines Wissens im Moment noch ziemlich formlos. Also ich kann da eigentlich freihändig beschaffen. Ist für den Anbieter relativ unfair, weil er macht sich den Aufwand, in der Grundofferte das Ganze zu machen, hat aber im Nachhinein als strategischer Partner kein Anrecht darauf und auch keine Möglichkeit einzufordern, dass er zum Angebot kommt. Und ich als ausschreibende Stelle kann im Minitender den Zuschlag geben, den ich will. Ist einerseits angedacht, das allenfalls rechtlich noch ein bisschen besser abzudecken, oder wie soll mit dieser Situation umgegangen werden? Aus Sicht von anbietender Stelle, aber auch aus ausschreibender Stelle. Ja, ich merke, es zieht sich durch. Ihr nehmt jetzt ein Thema nach dem anderen und sauber auf die Achillesferse. Okay. Das ist die Achillesferse der Rahmenvereinbarung, der Minitender. Schauen wir uns nochmal an, wo man steht. Oder? Man hat den Rahmenvertrag ausgeschrieben, transparent, hat gesagt, das wäre der Rahmenvertrag. Vielleicht auch mit einem Grundstock, den man erteilt, und der ist optional. Sie sind dann noch in einer kleinen Gruppe der Gewinner, machen vielleicht als erster Gewinner die erste Tranche, die festgelegt wurde als Grundauftrag. Und nachher bei den Optionen müssen Sie wieder antreten gegen einen kleineren Wettbewerb. 2, 3. Dann wird immer wieder angeschaut, wer macht für diesen Teil, für dieses Teilprojekt, für diesen Punkt das wirtschaftlich günstigste Angebot. Und jetzt geht es darum, wie wähle ich die aus zwischen den 2, 3, wer bekommt den Zuschlag. Und es ist tatsächlich so, dass man auch diese Kriterien, also man muss Kriterien immer im Voraus bekannt geben, transparent nach Rangfolge und Gewichtung in einem WTO-Verfahren. Beim Bund, bei den Kantonen einfach nach Rangfolge. Und jetzt kommt es darauf an, sollte ich auch diese Kriterien in einer großen Tiefe bekannt geben, das wäre Transparenz. Das wäre Transparenz. Was machen Sie aber, wenn Sie eben gerade nicht wissen, was hinten kommt und vielleicht jedes Mal wieder andere Kriterien brauchen, weil das sind andere Tranchen. Das sind andere Projekte. Also hier gibt es ein Hin und Her, wie weit geht die Transparenz, die wir bekannt geben müssen, auch zur Fairness gegenüber den Anbietern. Und wie weit entfernen wir uns von dem Anspruch des Projekts? Also die Projektsicht muss auch noch vertreten werden. Juristisch kann man das einigermaßen lösen. Man kann sagen, wir hatten eine Ausschreibung, da wurde gesagt, wie wir es machen, ihr habt nicht Rekurs gemacht und dann ist es gegessen. Oder nach Joe Fishman, frei zitiert, ist es dir zu agil, dann bist du schon senil. Dann muss man halt hinten sagen, die Freiheit braucht es. Aber hier sind wir auch noch, es ist nicht definitiv, wie wir das lösen wollen. Wir sind offen für Vorschläge aus der Praxis, die praktikabel sind und die Transparenz erhöhen. Merci für die Frage. Danke, also ich nehme an, nicht an, dass das BBL an mehr Beschwerden interessiert ist, aber habe ich da was falsch verstanden? Nein, verstehe ich immer falsch. Wir haben heute Nachmittag, Fachsession 3, werden die Thematik der Rahmenverträge auch noch vertieft werden und die Frage ging auch ein bisschen um der formelle Ablauf. Ich denke, das ist auch eines der Themen heute Nachmittag. Da werden wir unter anderem vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation so ein bisschen den Einblick kriegen, wie die Rahmenverträge abschließen. Nächste Frage, Herr Rissou. Ja, Rissou von der Finanzkontrolle. Eine Frage für Herr Fetz. Eine einfache Frage. Dumme. Sie haben ein ganz interessantes Beispiel gebracht. Ein Lieferant ist gewählt, bekommt den Zuschlag und sagt, oh, sorry, ich kann es nicht. Wie weit kann man, ohne die ganze Verfahren zu wiederholen, auf die zweite Lieferant gehen? Und wie lange darf man das noch machen, um eben agil zu handeln und nicht die ganze Geschichte wiederholen zu müssen? Ich war gerade am Überlegen, wie es im konkreten Projekt war. Meine Erinnerung sagt mir, aber da kann man dann nachbessern hier, in dem konkreten Fall wäre ein Zurückgehen auf den zweiten nicht ideal gewesen, weil auch der zweite von seiner Offerte, der eigentlich nicht wirklich das gebracht hat, was man wollte. Da hat man wirklich mal überlegt und vor allem hat man sich auch gesagt,
Wenn das so ist, dass die das damals nicht verstanden haben, das ist ein Problem der Verfahrensart, die man gewählt hat. Und man wollte ja noch einmal richtig Wettbewerb spielen lassen. Das war der Grund, wieso man wieder vorne gestartet hat. Und wenn man aber sagt, okay, der Zweite hätte das verstanden, also der Erste hat gesagt, ich kann es nicht, dann, wenn Sie nichts ändern an dem Projekt, dann können Sie eigentlich den Zuschlag widerrufen und dem Zweiten zuteilen. Das geht juristisch. Das geht. Was dann kommt, ist eben, wenn Sie natürlich wesentlich ändern, also wesentliche Änderungen sind diejenigen Änderungen, die dazu führen, dass der Wettbewerb sich verändert. Das heißt, dass ein Dritter, der nicht mitgemacht hat, sagen könnte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch mitgemacht. Dann müssen Sie abbrechen. Sie können also nicht hinten noch ein bisschen zurückbiegen und dann hat es der Zweite. Das geht nicht. Das ist eigentlich genau dieser offene Punkt, den wir auch aufgezeigt haben, oder aufgezeigt bekommen haben. Was passiert genau in diesem Fall, wenn sich wesentliche Änderungen hinten raus einstellen? Müssen wir abbrechen? Müssen wir neu ausschreiben? Oder haben wir da Varianten? Also die juristische Frage da ist, das glaube ich, noch nicht effektiv geklärt. Ja, und vor allem neben der juristischen, also die zeitliche. Also ob du dann nochmals ausschreiben kannst oder ob du dann nicht auf den Zweiten zugreifen musst, dann kommt die Projektsicht. Okay, vielen Dank. Eine Frage aus der Mitte. Hans mit der Korn, Korn AG. Eine Frage zum Was. Habe ich das richtig verstanden, dass im Dialog mit den potenziellen Anbietern das Was geklärt wird? Das ist die erste Frage. Und wenn das so ist, dann frage ich mich, was passiert, wenn aufgrund der intensiven Mitarbeit eines Anbieters das Was sich wesentlich herauskristallisiert hat, aber genau dieser Anbieter dann beim Zuschlag nicht zum Zuge kommt. Das kann ja dazu führen, dass dieser Anbieter sagt, ja halt bitte, also das ist ja eigentlich, sind ja eigentlich Ideen, die größtenteils auf meinem Wiss gewachsen sind. Es ist ja eigentlich unfair, wenn ich dann nicht den Zuschlag bekomme, sondern einen Konkurrentenzuschlag bekomme. Und zweitens zum Was, habe ich das richtig verstanden, dass davon ausgegangen wird, dass es möglich ist, das Was möglichst präzis am Anfang bereits zu formulieren und dass heute die große Frage ungeklärt ist, was eigentlich konkret passiert, wenn man im Verlauf der Realisierung merkt, dass dieses Was eigentlich nicht stimmt, sondern geändert werden muss, was ja eigentlich die wesentliche Essenz des agilen Vorgehens wäre, dass man genau das relativ bequem tun kann. Also vielleicht, kann vielleicht anfangen, du kannst auch die Details anschauen, du kannst ein bisschen überlegen. vielleicht zur ersten Frage. Der Dialog hat ganz klare Regeln. Und es kann eigentlich nicht sein, dass wenn jetzt eine Partei das Was, das die Essenz des Was jetzt wirklich diskutiert hat mit der Beschaffungsstelle, dass das die anderen nicht wissen. Weil der Dialog sagt eigentlich, dass alles, was diskutiert wird, protokolliert wird und jeweils den anderen wieder zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, diese Problematik, die du erwähnst, Hans-Peter, das gibt es eigentlich im Dialog, dort sollte nicht, darf nicht passieren. Dass dann einer eigentlich so wie der Primus inter pares ist, aufgrund seines Wissens, das er erarbeitet hat. Also das ist wirklich die Transparenz im Dialog ist ganz wichtig. Und dass man dort auch eben das Was Schritt für Schritt miteinander in einem Dialog vielleicht mit 3, 4, 5 Anbietern diskutieren kann. Oder? Aber jeweils immer Beschaffer, Anbieter, dann der nächste Anbieter und der nächste, das ist immer one-to-one. Und immer, jeder Schritt wird wieder protokolliert und wieder publiziert. Also nehmen wir, das sollte nicht passieren. Details hast du, Marco.
Also es ist natürlich genau wieder die Frage, ein Dialog hat nur Erfolg. Und die Anbieter machen meines Erachtens nur mit, wenn sie das lösen, was sie mit diesen Ideen machen. Dass sie die Weitergabe von Ideen lösen. Und das können sie auf unterschiedliche Art. Sie können sagen, wir geben das. Kein Cherrypicking, also wir machen nicht von verschiedenen Lösungen das Beste. Und wir folgen ihre Lösung auf ihrem Weg weiter, indem wir die Lösung des anderen auf seinem Weg weiterverfolgen. Oder der zweite Aspekt ist, dass sie das über die Vergütung diskutieren. Dass sie sagen, okay, wir vergüten in einem gewissen Maß, dass sie den gegeben haben. Und behalten uns aber dann das Recht vor, diese dann halt weiterzuverwenden. Das ist der erste Teil. Die zweite Frage war, das ist die eigentliche Kruxfrage, nämlich hinten. Wie geht es, wenn es dann eigentlich agil wird? Das heißt, dass die Wendigkeit, dass man hinten sich noch bewegen kann. Und jetzt ist genau das Problem, dass sie natürlich ein Vergabeverfahren gemacht haben, einen Zuschlag gegeben haben und gesagt, ich will von dir diese Datenbank. Die ist so aufgebaut. Und hinten bewegen sie sich aber wieder und gehen in eine ganz andere Richtung. Und dann kommt natürlich einer, der vorne mitgemacht hat und sagt, da hinten kommt was ganz anderes raus. Und da versucht man eben mit diesen, da ist der Ansatz wirklich über diese Sprints, diese Scrum-Methode, wo man heute Nachmittag auch vertieft etwas hören wird, dass man hier versucht, dass diese Wendigkeit, wenn man sie vorne aber schon ankündigt und Transparenz herstellt, dass man das hinten machen wird, dass die Leute wissen, dass das geschieht, dass man hier eine Gleichbehandlung hinbekommt, versucht hinzubekommen. Besten Dank. Eine nächste Frage. Bonjour, Pascal Vergnori. Je pense n'avoir toujours pas compris comment vous arrivez à concilier les exigences des accords OMC avec cette présélection de soumissionnaires sur des bases fonctionnelles et non pas organisationnelles. Also, die Frage ist, wie kann ich die Eignungsprüfung aus rechtlicher Sicht rechtfertigen, dass ich sie mache mit einer funktionalen Ausschreibung. Es ist schon so, auch bei einer funktionalen Ausschreibung machen sie, sagen wir mal, unschöne Eignungskriterien. Also sie schauen an, auch organisatorisch, organisationell, kann der das? Hat er schon mal ein so komplexes Projekt gemacht? Hat er die Ressourcen, das zu machen und hat er sie auch verfügbar? Also die Eignungsprüfung ist nicht viel anders als in normalen, in Anführungszeichen, WTOs. Was anders ist, ist, dass sie in der Leistungsbeschreibung in, mindestens in einzelnen Punkten offen bleiben. Und nicht sagen, wie ihr zum Resultat kommen wollt, sie sagen nur, was sie erhalten wollen am Schluss. Aber die Eignungsprüfung ist ziemlich genau gleich. Und von daher meines Erachtens nicht ein rechtliches Problem. J'ai répondu à votre question, c'est bien. Oui, pour moi ça pose un problème parce que vous filtrez des organisations qui sont importantes, qui ont la capacité de réaliser le projet, et non pas des sociétés qui vous apportent des idées intéressantes, des logiciels, des progiciels agiles, justement. Et c'est là qu'il y a un problème. On est en train d'évaluer des structures alors qu'il faudrait évaluer le fond. Pour cette présélection, ce que je n'arrive pas à concilier avec les accords ONC, précisément. Der ist gut. Der ist gut. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn ich natürlich in der... Ich muss anders anfangen. Wenn Sie einen Dialog, haben wir gehört, auch schon von Herrn Lutz, der macht nur Sinn in einer gewissen Größe. Allein schon wegen dem Aufwand, den wir betreiben. Das heißt, wir wollen Größe. Das ist so. Das ist in der Natur des Projektes. Dieser Teil zwischen klein und groß. Dann der andere Teil ist natürlich, dass die Präselektion aufgrund von Eignungskriterien erfolgt und nicht aufgrund von Lösungsskizzen. Oder das wäre eigentlich die Idee, der sollte uns da vorne schon zeigen, bei der ersten Hürde, dass er, wie er das angeht, mindestens grob. Und da gibt es einen Ansatz aus dem Bau, den man kopieren könnte. Und die nennen das ein sogenanntes Planerwahlverfahren, also der Planer gewählt. Und sie verlangen von ihm in der ersten Stufe eine Skizze, maximal
X, A3, A4 Seiten, aufzeigen, wie du es angehst. Dann kommt aber die Folgefrage, dass, wenn Sie das machen, verlangen Sie vom Anbieter schon einen großen Teil seiner intellektuellen Leistung. Da ist es ja drin. Oder in der Vorselektion, das machen Sie dann von allen, die mitmachen. Und nicht nur wie hinten in der Nachträgequalifikation von 4, 5. Das kommt wieder die Kostenfrage dann. Aber hier sind Ansätze vorhanden, aber ein sehr guter Punkt. Merci. Vielen Dank. Nächste Frage. Judith Lieb, Rechtsdienst, Finanzdepartement Kanton Luzern. Wir haben jetzt viel vom Dialogverfahren gehört, nur eine rechtliche Frage an Herrn Fitz. Wie beurteilen Sie das auf kantonaler Ebene, aufgrund der geltenden IFÖB? Ist hier überhaupt möglich, ein Dialogverfahren bei der kantonalen Gesetzgebung einzuführen, weil wir ja die IFÖB ein Verhandlungsverbot vorsieht gegenüber den bundesrechtlichen Vorschriften? Meiner Beurteilung nach geht das gar nicht. Und was wären dann Alternativen, um zu ähnlichen Verfahrenkonzepten zu kommen? Es ist so eine Unterscheidung gemacht zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht. Das Bundesrecht erlaubt Verhandlungen über Leistung und Preis. Die Kantone, also im Konkordat, verbieten Preisabgebotsrunden, also nicht über den Preis. Einzelne Kantone gehen dann weiter und oder sind dann nur innovativ in der Formulierung, wie sie das umschreiben, aber in ihren Gesetzen. Aber eigentlich darf man nicht über den Preis diskutieren. Man darf aber durchaus über die Leistung diskutieren. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat immer eine Auswirkung auf den Preis. Das wäre vielleicht eine Idee, dass man sagt, wir diskutieren ja nur über die Leistung. Der Preis kommt dann später. Das andere ist, wenn man natürlich das sieht, was ist der Unterschied? Wir haben das mal auseinandergenommen, was ist der Unterschied zwischen einer normalen Verhandlung, das war auch der Oberbegriff, und einem Dialog? Die Verhandlung, wie wir sie klassisch ansehen, ist, wenn ein Leistungsbeschrieb besteht, der Anbieter eine Offerte macht und wir verhandeln über seine Konditionen. Also Ausschreibung, Offerte kommt rein, wir verhandeln über die Konditionen. Ein Dialog ist auch eine Art Verhandlung, aber ist in der Denkphase vorgeschaltet. Sie diskutieren über, wie lösen wir das? Noch nicht deine Konditionen, schauen wir deine Konditionen an, sondern sie diskutieren über das Wie und nicht über das Was, nach welchen Konditionen. Also kann man sagen, es ist ein bisschen ein anderer Schuh. Und wenn Sie das so machen, dann sind Sie in guter Begleitung, weil die EU macht es genauso. Okay, vielen Dank für die EU-Frage, dass wir die jetzt auch noch angesprochen haben heute. Gibt es weitere spannende politische Fragen? Frage. Marc Bergmann, Firma APP. Eine Frage an Marco Fetz. Wie steht das BBL zu Ihren, ich sag's mal so, Empfehlungen, strategische Partnerschaften auszuschreiben in Bezug auf die Grundsätze Gleichbehandlung und Wirtschaftlichkeit? Gleichbehandlung haben wir vorher gehört von Herrn, ich glaube, Herr Angst war das, da gibt es noch gewisse Unsicherheiten bezüglich Minitenders, aber ich würde jetzt mal behaupten, das Thema Wirtschaftlichkeit, Sie können doch heute nicht strategische Partner wählen, 4, 5 an der Zahl, über 8 Jahre und sagen, dass im Jahr 7 dann immer noch die Wirtschaftlichkeit garantiert ist und unter Umständen haben Sie dort andere Bedürfnisse als den falschen Partner. Im Boot. Also Sie umgehen eigentlich so ein bisschen den Grundsatz des Beschaffungsrechts. Wie stehst du dazu, Marco? Also ich habe gehofft, die Frage geht noch ein bisschen länger, dann hätte ich sagen können, jetzt ist Pause. Nein, aber ich kann die Frage, sagen wir mal so, Sie haben nachher, und jetzt mache ich Werbung für den anderen Workshop, ganz bewusst, haben wir einen Referent, Bruno Gicki, der genau über dieses Thema sprechen wird. Also wir haben Vereinbarungen, haben Verträge. Und für ihn ist hier mit die Pause gestrichen und er muss sich die Antworten auf diese Fragen überlegen. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, wenn das okay ist. Okay, das ist der Vorteil,
der großen Vertretung des BBL hier, dass dann die Kollegen noch mit Fragen beauftragt werden können. Johannes Lange, Ascentis. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt gehört, dass man agil beschaffen kann, agil abwickeln kann. Aber bevor ich ein Projekt umsetze, muss ich ja was von den Kosten wissen. Und letztendlich, wenn ein Managementboard, wenn ich das vergleiche mit der Privatwirtschaft, die möchten ja wissen, bevor man in die Realisierung geht, was kostet das? Ich habe jetzt über die Kosten zu wenig gehört. Wenn Sie jetzt ein Startpackage abgeben und dann in Nachträgen mit Optionen arbeiten, wie komme ich zu der Kostenwahrheit? Wie machen Sie das in der Praxis mit der agilen Beschaffung? Also vielleicht kann ich da aus agiler Sicht, wir diskutieren das immer wieder mal in der Fachgruppe Lineage Scrum von Swiss ICT, wenn wir nicht agil entwickeln, ist es eine Illusion, dass ich am Anfang weiß, wie viel das es kostet. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich eine Spezifikation mache, eine Offerte mache oder eine Schätzung mache und das kostet mich dann 1,75 Millionen Franken. Das wird aber ziemlich sicher nicht so rauskommen. Und wenn ich agil arbeite, weiß ich einfach dazwischen eher mal, wohin das es geht. Und ich kann vielleicht bereits nachdem das 1 Million sozusagen aufgebraucht ist, dann bereits mal etwas liefern. Es entspricht nicht dem ganzen Umfang, was ich gedacht habe, es geht mal live und ich kann ein Business Value, wie man das, einen Geschäftsnutzen daraus ziehen und das dann wieder weiterziehen. Das heißt, ich kann meine Investition dort bereits wieder ein bisschen zurückholen. Wir diskutieren das auch immer wieder mal mit Bereichsleitern, Entwicklungsleitern und die haben die Herausforderung, dass ich einfach irgendwie 30 Millionen Budget habe in der Privatindustrie. 30 Millionen Budget für die Entwicklung, für das Jahr 2014. Und was mache ich jetzt mit dem? Und jetzt kommen die agilen Fundamentalisten und sagen, ja, ich sage dir nicht was, ich mache dann mal einen Sprint und dann kann ich dann nach dem nächsten Sprint auch wieder sagen, was es dann gibt. Oder? Das heißt, dort haben wir eine Problematik, wenn ich fundamentalistisch agil bin. Es gibt dort noch Tendenzen, die gerade jetzt laufen, dass da eine Schicht darüber entsteht, dass man diese agilen kleinen Teams irgendwo einfangen kann auf Unternehmensebene und damit dann die Unternehmensplanung. Die Budgetierung über das Jahr hinweg einer Entwicklungsabteilung, dass das auch funktioniert und dass das auch entsprechend hochkommt. Fakt ist, in der Schweiz haben 50% der Leute vielleicht 1 bis 2 Jahre Erfahrung mit agilen Projekten. Das heißt, in 1 bis 2 Jahren mache ich vielleicht auch 1 bis 2 Projekte, aber sicher nicht 10. Das heißt, man ist dort am Lernen. Das heißt aber auch, dass das Ganze jetzt langsam in dem Management-Level hochkommt, weil wenn man lernen ist, dann gibt es auch so Feedback-Zyklus, wie hat das funktioniert. Dann fragt sich dann auch ein Entwicklungsleiter, wie gehe ich mit dem jetzt um? Also es wird sich in den nächsten 2 Jahren, wird sich der massiv etwas ändern auf Management-Ebene, wie gehe ich mit dem ganzen agilen Thema um bezüglich Budgetplanung. Damit sind wir eigentlich dann wieder den Link, eine Budgetplanung, mache ich auch bei der Beschaffung. Ich möchte so viel, oder ich beschaffe etwas für so ein Volumen. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Also was kriege ich für dieses Volumen? Ich kann dir nicht viel anfügen. Das ist für mich mehr. Sehr gut, dann haben wir noch eine letzte 3 Minuten für eine letzte Frage. Thomas Fischer, Informatik und Organisation des Kantons Bern. Eine Frage an Marco Fetz zum Thema Intraband-Wettbewerb. Wir haben so unsere Erfahrung mit dem Intraband-Wettbewerb unter Microsoft dieselben auch, und den gibt es, aber der ist an einem kleinen Ort, also auch bei Lizenzvolumina in der Größenordnung von Millionen, gibt es da Differenzen und Offerten im Bereich von ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Franken. Und vor dem Hintergrund, Klammer auf, das wäre vielleicht eher mal ein wettbewerbsrechtliches Thema, Klammer zu, vor dem Hintergrund stellt sich mir die Frage, macht es Sinn, für die Verfahrenswahl
vom Gesamtvolumen der Lizenzen auszugehen, insbesondere auch von dem Hintergrund, dass diese Verträge vorsehen, dass die eigenen Lizenzpreise direkt an Microsoft gezahlt werden, oder wäre es eher im Sinne des Erfinders für die Verfahrenswahl vom eigentlichen Delta, also für die, vor der Gewinnmarge der Reseller auszugehen, weil nur in dem Umfang spielt der Wettbewerb. Oder anders formuliert, wäre es nicht besser, wenn wir direkt mit dem Hersteller verhandeln könnten, dann bringen wir vielleicht noch mehr raus, als diesen Zirkus zu veranstalten mit dem Intrabandwettbewerb, jetzt ein bisschen provokativ formuliert. Ich weiß es nicht, uns fehlt die Erfahrung, also mir fehlt die Erfahrung, ich kann es nicht sagen, ob wir haben nicht so viele Fälle, dass wir sagen können, dass dieser Intrabandwettbewerb auch aus ökonomischer, wirtschaftlicher Sicht Sinn macht. Weil es ist auch ein Verfahren, das kostet. Auch die Beteiligten. Also ich kann nicht einfach, wir haben noch zu wenig Erfahrung. Vielleicht nächstes Jahr. In einer größeren Saal. Oder eine produktneutrale Ausschreibung wäre auch noch die Alternative.